Ich spreche mit meinen Arbeiten über Gleichzeitigkeit der Zustände im gebauten Raum, Zustände des Zerfalls, der Konstruktion. Wenn wir die Vergangenheit nochmal neu rekonstruieren und neu sehen, haben wir neue Einsichten auch für die Zukunft. Der Ausstellungstitel heißt Re. Ich beziehe mich auf Reestablishment, Rekonstruktion, Renovierung. In dem Hauptraum ist ein imaginärer Ruinengarten im fluiden Zustand mit expliziten Fragmenten aus der Gegend. Hier liegt das alte Dach der Volksbühne. Das Dach wurde im Rahmen des Wiederaufbaus abgerissen. Es ist eine konkrete Modellabbildung des alten Dachs. Hier ist eine Wandruine mit Fragmenten aus Bauten aus Kaniv, also ganz konkret aus einer Hotelanlage der 60er Jahre der Nachkriegsmoderne der Ukraine. Kleine Windräder sind in manchen Skulpturen mit eingebaut, auch als Elemente von zukünftigen Prozessen. Die Skulpturen sind Modellruinen, die aus der Vergangenheit in die Zukunft reisen, auf dem Weg zu ihrer Umnutzung und Rekonstruktion. Die ganze Ausstellung beginnt hier und erstreckt sich nach draußen. Eine Landschaft, die einen imaginären Spaziergang und Wanderschaft macht durch unterschiedliche Zeitlichkeiten und Sprünge in Maßstäben, die die Gewalten der menschlichen Gesellschaft erzählen. Die Arbeit, die am Rosa-Luxemburg-Platz steht, ist ein Wiederaufbau, eine ältere Arbeit. Da verbinden sich die Zustände des Zerfalls mit Neukonstruktion und damit ist es eine direkte Referenz auch zu dem Wiederaufbau der Volksbühne. Es geht um die Geschichten von Trümmerhaufen, die wieder zu Ressourcen werden und um den Wiederaufbau, um die Suche nach neuer Gesellschaft, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein großes Thema war. Ich sehe da drin Parallelen und auch Hoffnung sowie kommende Fragen in der Ukraine nach dem Krieg.